Mann, 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 die würde ich am liebsten hier im Dschungel stehen lassen. So. Kuh. Mist, die können wir gar nicht treffen. Wollte ich gerade mal ein bisschen ins Gesicht schnitzen. Nun gut, nochmal passiert uns das nicht. Und die Äffchen holen wir uns eben nochmal. Hey, Affe! Mistviecher! Mistviecher! Blöde Kuh, geh mal aus dem Weg. Ach, leck mich. Ich hasse dich. Die war in Risen 1 schon unnutzt und in Risen 2 hätten wir auch darauf verzichten können. So, warte mal. Speichern. Doof, dass die Patty nicht vorläuft. Wer ist denn das? Pete. Neue Quest, der Schatz von Pete. Pete's Schatzkarte. Proviant Entermesser. Ja, ist ja gut. So, du bist fällig, Schweinchen. Warzenschweinfell. Oh, Äffchen. Eine Schaufel und ein Schatz. Yes, Sir. Und weg damit. Rein da und weg damit. Und rein da und weg damit. Huh, jetzt wieder mit einem Clipping-Fehler hier den Schatz heben. Moment, hier wegwischen. Dann, da ist er schon. Und klug durch. Sekunde. Komm schon. Ja. Der Schatz von Pete. Morsche Truhe. Na, da kann ja nicht so viel drin sein. Goldbrocken, 700 Gold immerhin. Und eine Meerschaumpfeife. Die Pfeife eines Büchsenmachers. Nehmen wir natürlich direkt mal mit. Und ich frage mich, was denn das hier? Wo kommen wir denn da hin? Nanü? Ja, Sir, was haben wir denn da? Rubinring. Mit was denn? Schmutzige Tricks und Silberzunge. Ui, Trank der Überzeugung. 30 Sekunden Silber plus 1. From so finest. Eine Sackgasse, eine unnütze Tante. Hupsa! Wo kommen wir hier denn hin? Mir schwant Übles. Mann, treten sollst du! Mist! Ich wollte auch schießen, aber kann doch nicht! Nicht schlecht! Boah, da wäre ich ja fast wieder draufgegangen. Da hinten sieht es verdächtig aus. Und ich fürchte, wir haben gar keine Zeit, jetzt noch unser Essen zu verdauen. Das wird ja alles noch ein bisschen dauern, weil da hinten geht es ja gleich schon wieder weiter. Ich glaube, da ist noch irgendwas. Ich muss mir gegen diese Ghule mal eine andere Taktik überlegen. Das mit dem Wegtreten klappt bei denen leider immer nur sehr... Naja, sehr unregelmäßig. Passiert nichts. Hat doch gerade noch so geklackert. Naja, egal.
Puh. Wie kommt denn die Patty da jetzt rüber? Und vor allen Dingen, was hätte denn da unten auf uns gewartet? Ich speichere mal gerade. Waffe zücken und... Ja, das ist ja nett von dir. Alter. Da war auch gar kein Ausgang, habe ich das Gefühl. Ein Wächter. Also den würden wir schon klein kriegen, aber ich weiß noch nicht genau warum. Aber andererseits, ich würde ihn schon gerne klein kriegen. Den holen wir uns ein anderes Mal. Ich würde jetzt schon, oder? Ach Mensch. Erinnert mich mal bitte dran, dass hier noch der Wächter auf uns wartet. Ich weiß aber auch nicht genau, wo da der Ausgang ist. Wahrscheinlich kommen wir dann da wieder raus. Hupsa. Und ich vermute mal, wenn wir hier jetzt lang gehen, werden wir da nichts großartig finden. Ach doch. Tja, haben wir uns den Wächter gespart und einfach das Idol geholt. Mein lieber Freund. Ach, die Äffchen sind so süß. Ach, Menschen. Würgeranke und ja, haben wir nichts mehr. Ich würde sagen, wir pesen mal spaßeshalber nochmal bei der Inquisition vorbei. Das machen wir dann aber so. Zap. Zap. Einfach nur mal so, um zu gucken, was hier so los ist. Wahrscheinlich nicht viel. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Wie man sieht. Ach, gucke mal, den kennen wir doch noch da drüben. Rockford. Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Und was habe ich damit zu tun? Du gibst mir jetzt meine 100 Goldstücke. Hör mal, ich hab dir schon 100 Goldstücke aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Nicht nur, weil ich die Sache loswerden wollte, sondern auch, weil du, als du hier ankamst, nichts hattest und ich dich ein bisschen unterstützen wollte. Wenn du jetzt ein Problem mit die Fuego hast, komm bitte damit nicht zu mir. Eine Frage der Ehre. Aber andererseits hat er natürlich schon recht, er hat uns ja schon 100 Gold gegeben und die Fuego ist ja der Arsch. Na gut. Vergessen wir die Sache. Ich muss weiter. Ja, hat er schon recht. Normalerweise hätte ich ihn umlatzen sollen, / können, wahrscheinlich inzwischen auch. Aber nun ja, er hat ja recht. Mach hier bloß keinen Ärger. Schnauzemeister Propper. Hallo, Fatty McFettfett. Ich bin noch nicht gut genug. Schade. Zeig mir dein Angebot. Seidenhemd, weiße Hose. Ach ja, das war ja das alles. Silberzunge plus 10. Perlenohrring. Silberzunge plus 5. Ohrring des Duellanten. Stichwaffen plus 5. Haben wir dem irgendwas verkauft? Nee. Edle Schuhe. Silberzunge plus 5. Weiße Hose. Ich überlege gerade so, Silberzunge ist natürlich eine super Sache. Edle Weste. 300, 500. Weil dann sollten wir vielleicht lieber nach, jetzt habe ich den Namen vergessen, nach Correga Taps segeln. Zur letzten Festung, zur letzten Bastion der Inquisition in der alten Welt, weil da ist doch der Schneider im Hotel. Ich weiß jetzt nicht, wer teurer ist oder was weiß ich. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn für Sachen? Attribute, Fähigkeiten, Talente, Inventar, Ausrüstung. Ohrring. Matrosenring, Klingenfest plus 5. Kugelsicher plus 5.
Muskete plus 5, Kugelsicher plus 5. Also Ring kann ich mir noch einen anderen holen und einen Glücksbringer. Amulett und Ring kann ich noch austauschen. Zeig mir dein Angebot. Amulett und Ring, was haben wir denn hier? Ohrring, na super. Der hat nur Ohrringe. Na, ganz tolle Wurst. Komm, Fetti, ich hau ab. Ah, 60. Wir brauchen 60 Kisten, Knacken, Scheißen, Dingens. Skill. Hua, hell. Nun gut, das eine haben wir gemacht, das andere haben wir auch gemacht. Den Rum haben wir auch wieder hergestellt. Jetzt reise ich mal eben per Schnellreise zum Piratennest und dann können wir auch wieder zurück schippern auf die andere Insel. Schätze haben wir auch gehoben, alles gut. So, Patty, beweg mal deinen Zuckerarsch. Miststück. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar könnten wir jetzt eigentlich mal zwischendurch auf die Insel der Toten. Nur mal just for fun, weil wir noch nicht da waren. So, mach ich mal. Zwischensequenz. Und da ist die Insel der Toten. Düster und grau. Verlassen und leer. Insel ohne Wiederkehr. Es sind eure. Kommst du mit auf die Insel? Ono, das ist dein Weg. Meine Ahnen wurden dort zur letzten Ruhe gebettet. Wenn ich würdig bin, werde ich sie eines Tages betreten. Aber nicht heute. Nun gut, Chani. Oh, sieht ja schon richtig gut aus. Das hier ist die Insel der Toten. Niemand aus der Crew ist verrückt genug, dich dorthin zu begleiten. In Ordnung. Ich mach das schon. Wehe, du kommst nicht zurück, sonst... Ich werde mich hüten. Und wenn du wirklich den Geist meines Vaters sehen solltest, vergiss nicht, nach seinem Amulett zu fragen. Schon klar. Ja, nicht grüßen oder so, auch keine Botschaft überbringen. Nein, es geht nur um das Amulett. Ja, hier sieht's auf jeden Fall sehr einladend aus. Aber die Muscheln hier sind auch nicht schlechter als anderswo. Ganz ehrlich, die nehme ich mit. Und vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Treibgut. Oder verschollene Seelen. Ach, was für ein Platterwetter. Oh, ein Anker. Den könnte ich mitnehmen für später. Falls unserer mal kaputt geht, hat man noch einen Ersatzanker. Ist doch praktisch. Ich habe auch immer einen in der Tasche. Immer dabei. Vorsichtshalber. Jolt, Wein, Entermesser und noch mehr Jolt. So, hier kommen wir. Ist das. Nee, das ist einfach nur grau. Ich probiere mal gerade eine Fackel anzumachen. Na super, man darf also mit den Füßen nicht ins Wasser kommen, weil die Fackel sonst sofort ausgeht. Weil die Füße nass werden. Na, das ist ja geil. Ja, sorry, aber das ist blöd. Spar ich mir die Fackel eben, laufe ich hier weiter durch diese graue Suppe. Ich frage mich, ob es hier immer Nacht ist. Und warum greift denn hier niemand von Maras Schergen an? Merkwürdig. Höchst beunruhigend, dass wir nicht angegriffen werden.
So, was haben wir denn da? Eine wunderschöne Muschel, die wir nicht mitnehmen können. Und roher Fisch. Der hier einfach tot am Strand liegt. Den sollte man natürlich mitnehmen, weil vor allen Dingen, wenn er erst 2 Wochen da liegt, dann ist er noch gut. So, ich laufe natürlich erstmal alles ab, bevor wir dann die riesige Treppe emporsteigen. Insel der Toten gefunden. Und ich laufe deswegen alles ab, weil man hier teilweise nichts mitnehmen kann. Ist das eine Muschel? Mann. So, jetzt können wir hoffentlich eine Fackel benutzen. Ich hoffe, hier ist keine Regenpfütze. Weil sonst ist die Fackel wieder weg. Na? La 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 la. Hallo? Hallo? Also bei dem springen die immer raus. 1, 2, 3. Und da springen die dann immer raus. Na also. Endlich. Fackel rum, Schwertgriff, Sturmwind. Ach, sieh mal einer an. Der Sturmwind. Ich dachte, wir hätten schon was von Sturmwind gehabt. Weiß gar nicht, wie die andere Klinge hieß. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir hier landen werden. Hallo, Tau. Es ist den Lebenden nicht gestattet, das Reich der Toten zu betreten. Ist das hier das Reich der Toten? Nein. Ich bin nur der Wächter. Hinter dieser Pforte liegt der Zugang zum Totenreich. Der richtige Zugang kommt also noch. Es ist der heilige Tempel am Ende der Schlucht, die hinter dieser Pforte liegt. Dort steht der Altar des Übergangs. Und von wem wird der bewacht? Von einer Horde untoter Kreaturen. Untote Kreaturen also? Mit denen werde ich fertig. Die Untoten bewachen den Zugang in das Reich der Toten mit eifersüchtigem Blick. Ihre Macht ist groß. Vor allem hier. Kann ich mir vorstellen. Hältst du hier ständig Wache? Ich wache über diese Pforte. Im Diesseits und im Jenseits. Ich geleite die, welche würdig sind, in das Reich der Toten. Hast du auch schon einen Kapitän namens Stahlbart geleitet? Ich erinnere mich nicht an diesen Namen. War er denn würdig? Viel würdiger geht's nicht mehr. Ich muss mit seinem Geist sprechen. Halte ein! Du willst dich durch eine Horde von Untoten kämpfen, um mit dem Geist des Stahlbart zu sprechen? Und nicht vergessen, er ist würdig. Warum willst du das tun? Ich will Mara aufhalten. Und Captain Stahlbart ist der Einzige, der mir dabei helfen kann. Mara. Sie hat schon viele Seelen ohne Rast in das Reich der Toten geschickt. Ja, und das werden bestimmt nicht die letzten sein. Mara stört die Ruhe der Toten seit langer Zeit. Ich werde die Pforte für dich öffnen und dir den Weg ins Reich der Toten weisen, wenn du versprichst, den Rastlosen zur Ruhe zu verhelfen. Was erwartet mich im Totenreich? So düster und kalt die Welt auf dieser Seite ist, so hell und warm ist sie auf der anderen. Das Totenreich ist ein Abbild dieser Welt. Doch Worte vermögen es nicht zu beschreiben.
Du wirst es bald selbst erfahren. Was genau ist der Heilige Tempel? Der Heilige Tempel ist der Ort, an dem der Altar des Übergangs steht. Dort führe ich das Ritual der letzten Salbung durch. Dort gehen die würdigen Seelen über in das Reich der Toten. Was unterscheidet die Untoten hier von den Geistern im Totenreich? Die Untoten sind in der Welt der Lebenden gestrandet. Sie sind seelenlos und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Auch im Reich der Toten gibt es gestrandete Seelen. Doch für sie besteht noch Hoffnung. Die Seelen der Gestrandeten werden die einzigen sein, mit denen du reden kannst. Die Seelen derjenigen, die ihren Frieden gefunden haben, sind zu weit entfernt von der Welt der Menschen, als dass sie dich noch hören könnten. Gut, was muss ich tun? Sterben. Ach komm, es muss einen anderen Weg geben. Nur der Trank des falschen Todes kann dich so nahe an deinen Tod heranbringen, dass es mir möglich ist, dich ins Jenseits zu geleiten, ohne dass deine Seele aus ihrem Körper entweicht. Du musst den Trank des falschen Todes trinken und dich im heiligen Tempel auf den Altar legen. Nur dann kann ich dir helfen, auf die andere Seite zu kommen. Wie bekomme ich diesen Trank des falschen Todes? Ich werde ihn dir zubereiten. Bring mir 6 Handvoll Grabstaub. Aber bring mir nur 5 Blüten des schwarzen Lotus. Und wo bekomme ich die Zutaten? Den Grabstaub findest du in den Gruften. Die Lotusblüte wächst an den Bäumen. Ich werde tun, was du sagst. Lass mich hinein. Ich werde die Pforte für dich öffnen. Aber denk daran, wenn du getötet wirst durch der untoten Hand, werde selbst ich dich nicht mehr retten können. Mich greifen sie nicht an. Ich werde im heiligen Tempel am Ende der großen Schlucht auf dich warten. Dir, das wird dir helfen. Nun, jetzt haben wir eine Karte erhalten, müssen uns aber gleich gegen Untote zur Wehr setzen, was natürlich super wird.